Einen wunderschönen guten Morgen, ganz früh am Morgen. Draußen ist noch dunkel, die Kinder schlafen und ich dachte mir, packst du mal die Glossybox aus. Ja, weihnachtliches Design, ist ja auch die Dezemberbox und da haben wir das gute Stück. Mal gucken, was so Schönes drin ist. So, Winter Wonders, ja, ne, passt ja. Schauen wir mal. Das sieht irgendwie nach sehr vielen Proben aus. Naja, gucken wir mal. Euvos, das ist nur ein Zettelchen ohne was drin. Ah, da ist das zugehörige Produkt. Sensitive Handcreme, Hand and Repair Schutz. Ja, gegen trockene und raue Hände kann ich gebrauchen. Praktisch. Was haben wir hier? Claire Fischer, reinigende Maske. Ich habe momentan eine Handcreme von Claire Fischer am Wickel. Der bin ich sehr zufrieden. Mal gucken, wie die Maske ist. Kneipp, da hatte ich irgendwann mal eine Probe von, das weiß ich. Eine Nachtcreme, wo ergänzt sich ja ganz gut mit den Produkten, die ich so habe. Irgendwie habe ich mehr Tagespflege als Nachtcreme. Ich glaube, das ist aber bei jedem normal. Vermute ich einfach mal so. Mal gucken. Was haben wir hier? Was ist das? Eine Mascara. Ja, eine schwarze Mascara-Probe. Cool, praktisch. Was haben wir hier? Ich schau mal eben. Tease, ein Lippenstift. Oha, den versuche ich mal hier rauszubekommen. Einhändig gar nicht so einfach. Sieht eher nach Lipgloss aus. Nein, aber es ist ein Lippenstift. Hier ist er. Übrigens sehr schick gemacht. Verpackung finde ich echt gut. Also das finde ich eine interessante Farbe. Das ist cool. Über den freue ich mich. Das ist super. Mal gucken, ob ich den auch wieder zukriege. Ach, gucke mal. Im Deckel ist auch schon die Farbe gezeigt. Praktisch. Und eine Mini-Probe. Hugo Boss. Mal gucken, wie riecht das. So schaut es aus. Ich schau mal, ob ich hier schnuppern kann. Oder ob ich dafür die Kamera weglegen muss. Oder ob ich das so hinkriege. Nein, ich krieg's so hin. Ist das ein Männerparfum? Steht jetzt nichts bei. Riecht irgendwie männlich. Nun denn, also nicht so mein Duft. Huch, da hat die Kamera am Ende nicht mehr aufgezeichnet. Ja, dementsprechend müsst ihr jetzt mit meiner Stimme ohne weiteres Bild vorlieb nehmen. Ich fand die Box in Ordnung, sie war okay, befriedigend. Ich fand es jetzt keine Hyperbox. Das Parfum hat mir, wie gesagt, nicht zugesagt. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Männerparfum ist. Also zumindest finde ich es sehr männlich. Und ansonsten fand ich die Box in Ordnung und war auch zufrieden. Für eine Weihnachtsbox fand ich jetzt nicht so passend, Motto nicht so wirklich getroffen. Hätte ich mir auch irgendwie mehr erwartet für eine Weihnachtsbox. Aber nun gut, war in Ordnung. Für eine normale Beautybox war es okay und befriedigend und alles gut. Wie hat sie euch gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und beim nächsten Video hält dann auch das richtige Video, glaube ich, länger. Hoffe ich. Ich versuch's. Bis dann. Tschüss.